Kannst du mal eben gucken. Ja, ist grün. Fangen wir schon an? Und Action. Ach so, wir laufen schon. Warte, 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 warte. Tür zu. Sonst hören wir uns doppelt. Wer weiß, was passiert. Irritiert. Okay. Von dem One Take. Naja, gut. Den Anfang und das Ende können wir ja schon halten. Das kriege ich hin. Das ist ein Trim und kein Schnitt. Okay. Dann bin ich ja froh. So. Tja, herzlich willkommen dieses Mal hoffentlich in einem erfolgreichen Motion Capture Take mit dem X-Sense-System mit Julian und mir. Kameramann Carsten wird uns hoffentlich super begleiten und zwar bei allen Handgriffen, die nötig sind, um unser X-Sense-System mit dem Julian jetzt zu verbinden. Wir haben tatsächlich mal was vorbereitet. Wir haben ihn nämlich schon zur Hälfte verdrahtet, aber die andere Hälfte und den schwierigen Teil, den werden wir euch jetzt zeigen. Wir haben den Arm schon verdrahtet mit dem Handgelenk. Kabel wird hier durchgeführt. Das werden wir gleich an der anderen Seite nochmal sehen. Und wenn der Julian sich mal umdreht, dann können wir sehen, am Rücken ist im Moment noch nichts, außer unsere Aufnahmebox. Die Aufnahmebox ist halt das Herzstück. Da werden die Aufnahmen entweder lokal gespeichert oder per WLAN an die entsprechende Software am Rechner übertragen. Wir werden jetzt den Rest der Verdrahtung machen, das heißt die ganze rechte Seite. Die linke haben wir, wie gesagt, schon fertig, damit es nicht zu lange dauert und damit es auch nicht zu langweilig wird und die Arbeitsschritte sich nicht wiederholen. Wir fangen mit dem rechten Bein an, Julian, ja, glaube ich. Dann gucke ich als erstes mal hier in unsere Wühlkiste sozusagen. Die Wühlkiste sieht normalerweise noch schlimmer aus, weil alle Kabel halt in diesem Paket drin sind. Das ist der Plan, an dem wir uns orientieren. Wir haben jetzt die linke Seite schon fertig verdrahtet. Uns fehlt jetzt die rechte Seite mit dem, was auf dem Rücken ist und was am Kopf noch dran kommt. Und dann am Ende wird noch unser Property-Sensor befestigt werden. Als erstes suche ich jetzt mal die Kabelstrippe raus, die das Hosenbein ist. Ich hoffe, die liegt hier überhaupt drin. Ne? Julian, hattest du mir die eben gegeben? Müsste da, ist das nicht die hier? Da. Leck. Ja, wir lesen kann, ist klar ein Vorteil. Also, woran erkenne ich, dass das das Leck ist, beziehungsweise was es überhaupt ist? Und zwar alle diese, so, kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Die haben halt alle so ein kleines Schildchen da dran, das tatsächlich ein bisschen friemelig ist. Dieses Schildchen kann relativ schnell abgehen, das heißt, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da steht drauf ULEC R, das heißt also rechtes Bein. Und das ist tatsächlich etwas, was der Julian alleine kann. An der Stelle braucht er keine Hilfe. Und zwar, um die zu befestigen, also der Anzug hat an verschiedenen Stellen diese Velcro, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Velcro. Einfach, ja gut, einfach nur das Velcro, okay. Und zwar ist das beim Bein so, dass für den Oberschenkel ist praktisch seitlich. Unten für das Bein liegt das Velcro direkt auf dem Schienbein, auf der flachen Seite. Das kann man dann, das liegt dann praktisch direkt auf diesem Knochen drauf. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, der oberste Sensor, der kommt dann mittig auf das Velcro. Da ist glücklicherweise so ein kleines Kreuz drauf. Das ist zwar eigentlich nur zum Drannähen gedacht, aber man kann das ganz gut zur Orientierung nehmen. Da kommt das dann praktisch da dran. Das Kabel kommt dann später hier noch durch und oben raus. Kann ich schon mal machen. Dann brauchen wir das nachher nicht machen. So. Das ist dann Vergleich. Dann fürs Schienbein der nächste Sensor. Kommt dann auch wieder mittig drauf. Direkt auf den Knochen. So, und der letzte ist für den Fuß. Den muss man dann durch das Hosenbein praktisch nach unten durch so eine Lasche rausziehen. Erstmal komplett, später kann man den wieder ein bisschen reinschieben, damit das Kabel nicht so stört, aber dazu kommen wir gleich noch. So, damit ist erstmal das Bein soweit erledigt.
Jetzt könnte man theoretisch schon zumachen, aber ich lasse das immer gerne für den Schluss, um sicherzugehen, dass ich nicht unnötig nochmal auf- und zumachen muss, weil irgendwas nicht stimmt. Das ist also einfach nur zum Schluss, weil das macht dann keinen Unterschied. Gut, als nächstes kommt dann die Schulter. Da kann er nur teilweise selber was machen. Eigentlich ist es da hilfreich, wenn das jemand erledigt. Da gibt es halt auch wieder entsprechende Bezifferung. Und wir haben jetzt hier unser Stecksystem. Das haben wir jetzt bei dem Bein eben nicht gezeigt, aber diese Stecksysteme sind dann gleich die Verbindung, die mit dem Computer eingegangen wird, also mit dem Bordcomputer sozusagen. Und das ist der Schultersensor. Wir fangen oben an, gehen dann in den Oberarm und am Ende dann an den Unterarm. Und die Hand ist dann nochmal ein Extrasensor. So, das ist der Oberarm, Unterarm und hier oben an der Schulter, am Schulterblatt ist der Sensor zu befestigen für die Schulter. Möglichst nah am Knochen ist das immer alles. Das sind eigentlich alle Sensoren, die versuchen alle möglichst nah am Knochen zu sein. Ich hoffe, man kann da auch den Velcro sehen, der diesen Sensor dann fixiert. Direkt am Knochen, möglichst wenig Fleisch, so sind die Sensoren konzipiert. Am Oberarm genauso. Und die Richtung ist eigentlich egal. Ich könnte ihn auch so rum machen, das ist auch völlig egal. Das hängt nachher. Mit der Kalibrierung wird das sowieso abgefangen und dann einmal festdrücken. Das Kabel möchte der Julian immer möglichst nicht in der Beuge haben, sondern möglichst außerhalb der Beuge, damit es beim Bewegen nicht stört. So, jetzt müssen wir hier gucken. An den hier müssen wir gleich noch eine Verlängerung befestigen. Von daher muss ich die ein bisschen zugänglich lassen. So, hier kommt jetzt noch die Verlängerung dran, und zwar ist das eine normalerweise die Hand, der Handsensor, der würde jetzt da normal so dran kommen. Da wir aber noch ein Property haben wollen, brauche ich noch eine Y-Weiche. Diese Y-Weiche ermöglicht es mir halt von einem auf zwei Geräte zu gehen. Das Ganze ist also ein Bussystem. So, hier gibt es keine, muss man nicht doll, sondern es wird halt unter dem Reißverschluss dann am Ende rausgeführt. Den kann ich jetzt eigentlich schon zumachen. Von oben und immer schön anheben, sodass möglichst wenig Spannung auf den Reißverschluss kommt, weil Reißverschluss würde sonst irgendwann sich verselbstständigen. So, das kommt gleich auf die Hand, das zeigt der Julian gleich alleine und hier kommt dann am späteren Zeitpunkt der Property-Sensor dran, der im Prinzip genauso ein Sensor ist, der halt nur die Funktion eines Properties hat. Dann sind wir mit dem Arm fertig und wir können jetzt dazu übergehen, die Rückenverkabelung zu machen. Im Moment haben wir ja nur die Arme, Beine verkabelt. Das heißt, wir haben überall lose Enden. Das kann man jetzt hier am Rücken auch sehen. Wir haben jetzt hier die beiden Enden von den Schultern und wir haben hier an den Seiten die beiden Beine. Das kannst du lassen. Jo. Als nächstes, reihenfolgemäßig bietet es sich an, den Pelvis zu machen. Kann man Pelvis und der Pelvis ist hier unten. Am Steiß ist das eigentlich im Deutschen, aber der Pelvis ist eigentlich die Hüfte. Also es soll eigentlich die Hüftknochen dann darstellen. Der wird einfach nur da hingehängt. Dann kommt noch das Sternum. Das Sternum ist tatsächlich nicht hinten, sondern vorne. Und wenn der Julian sich jetzt nochmal umdreht. Hier ist das Sternum. Das ist, wer mit dem Animation Auto Rig Pro Tool arbeitet, der wird an dieser Stelle dann immer den ersten Marker setzen müssen. Das ist nämlich
an der Stelle die richtige Position. Der Sternum ist der Sensor, der dann für das Motion Capture an der Stelle zuständig ist. Und das Kabel wird hier durch einen Kanal geführt. Einfach hier so rein und dann kann man es hier so ein bisschen sehen. Und das ist immer ein bisschen friemelig, vor allem mit dem Schildchen. Darum gehe ich mal davon aus, dass dieses Schildchen als erstes flöten gehen wird. Irgendwann. Und so. Passt. Wackelt. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr gegen das Mikro gekommen und habe Störungen verursacht. Nächster Punkt ist dann die Verkabelung mit den entsprechenden Weichen. Und zwar, wir müssen ja an unseren Bordcomputer dran. Und jetzt muss ich mal hier die Kabel zusammensuchen. Wir haben mehrere Weichen und diese Weichen, die sind auf dem Plan ganz gut zu erkennen. Wir können hier nämlich sehen, es führen drei Strippen in den unteren Bereich und wir können hier sehen, es führen vier in den oberen Bereich und die Bodypack Unit, das ist der Bordcomputer, der ist das zentrale Bindungsglied. Da kann man auch die Verkabelung sehen. Das heißt also, ich habe jetzt hier den Dreier in der Hand und der Dreier ist also für die untere Verkabelung, nämlich für die Beine und für den Pelvis. Ich schließe jetzt meistens den Pelvis als erstes an, weil das halt die kurze Strippe ist. Vorsichtig mit den Steckern, die haben eine Nase und die haben 5 Pins. Und da sollte man halt möglichst sorgfältig die Verkabelung machen. Das Kabel, um an die Beine zu kommen, muss jetzt hier hinten durchgeführt werden, damit ich möglichst unter dem Anzug und nicht über dem Anzug an die Kabel Verbindungen drankomme und natürlich auch möglichst ohne Verwicklungen, das heißt so wenig wie möglich, weil Verwicklungen haben wir immer. Und hier irgendwo an der Seite, da kommt das Bein raus und das wird gleich mit einem Reißverschluss zugemacht und dann wird das verdeckt. Dann drehe ich mal ein bisschen zur Seite. Genau. So. Jetzt haben wir hier noch ein Kabel. Das ist jetzt das linke Bein. Da muss irgendwo ein Loch sein. Und da kommt das linke Bein raus und klick und super fest. Kann ich schon mal ein kleines Stückchen hochziehen. Hier kommt jetzt der Akku-Pack gleich hin, aber erst mache ich die Verkabelung für oben. Den Akku-Pack mache ich eigentlich immer als letztes. Das ist der silberne Anschluss, den hatte ich jetzt hier eben nicht gezeigt gehabt. Die beiden kommen halt in den Bodypack rein und stellen dann die Verbindung mit dem Computer her. So, 4 Pinne, welcher ist egal, also wie man verdrahtet ist egal. Hauptsache, man verdrahtet sie sorgfältig. Warum 4? Ich habe hier nur 3 Kabel. Ganz einfach. Wir haben nämlich noch einen Kopfsensor, der allerdings als letztes jetzt dran gemacht wird, damit er am wenigsten stört oder am kürzesten stört. Denn der Kopfsensor kommt über ein Stirnband an den Kopf. Und der würde jetzt sowieso nur rumhängen. Darum muss ich den jetzt mal nach vorne hängen. Und ihr seht jetzt das Kabelgewirr hier. Und das muss ich jetzt am Rücken befestigen, nachdem ich das Akku-Pack eingesetzt habe und die silbernen Stecker mit dem Bodypack verbinde. Ein bisschen drehen. Also hier Bodypack, da gibt es einen roten Punkt. Und der rote Punkt, der sagt mir dann, wie das Ding da reinkommt. Roter Punkt, da ist der rote Punkt und roter Punkt zur Seite, ganz vorsichtig und Galama und dann sitzt das Ganze fest.
jetzt der Akku. Das Ganze ist ein Lithium-Ionen-Akku. 10 Volt, 33 Watt. 3 Ampere hat er jetzt am Rücken. Mit diesem Strap kann man den jetzt befestigen. Kommt da so rein. Ist ein ziemlich solider Anschluss meiner Meinung nach. Und der kommt an die andere Seite. Hast du ihn lieber hier oder hier? Och, spielt eigentlich keine Rolle bei mir. Okay. Nee, ich würde den lieber hier machen, dann hast du mehr Bewegungsfreiheit. So, das ist übrigens unser Mikrofon. Das gehört also nicht zum X-Sense-System dazu. Na, dass man sich da nicht vertut. So, und jetzt das Kabel hier. Also die Kabel immer möglichst so verlegen, dass sie nicht geknickt werden oder starke Knickungen erfahren, weil diese Kabel neigen halt dann auch zu brechen und bedauerlicherweise sind diese ganzen Systeme sehr teuer. Das heißt also, eine Reparatur würde ziemlich viel Geld kosten. So, dein Hosenbein kannst du gleich zumachen. An der Seite ist es ja schon soweit zu. Hier jetzt auch den Reißverschluss immer so machen, dass man den ranzieht, damit möglichst wenig Druck beim Hochziehen entsteht. Dann ist es auch eine ganz lockere Sache. Nicht so wie meine Kinder immer mit Gewalt hochziehen. So, hier jetzt auch. Ich versuche das so zu machen, dass er das am Rücken hat. Da, wo er am wenigsten sich bewegt, weil hier ist am wenigsten Bewegung drin, hier ist schon eher Bewegung drin. Und ganz locker. Hier ist ganz oben hochgezogen. Und jetzt kannst du dein rechtes Bein zumachen und dann, ich würde sagen, die Schuhe. Ja, also das Bein, da könnt ihr euch auch einfach die Kabel entsprechend legen, dann ganz locker hochziehen. Die sind sowieso meistens schon relativ gut gespannt, das heißt, da muss man nicht viel machen. Dass man nur dann optimal ist, ist die Hose erst nachdem man den Anzug fertig verkabelt hat anzuziehen. Das macht die Sache einfacher. Kannst du hier mal, ist da noch was oder? So. Wir können den Knopf jetzt nur noch fühlen. Der Knopf ist nachher wichtig. Das ist nämlich das Einschalten. Wir brauchen jetzt aber noch nicht einschalten. Das machen wir gleich erst, wenn die Motion Capture Sequenz beginnt. So, ja, dann machen wir mit den Füßen weiter. Und zwar braucht man dafür den hier. Und zwar muss man den dann praktisch so rum einsetzen. Der kommt dann unter die, ja, wie sagt man dazu, unter die Zunge? Ja, das ist die Schuhzunge. Unter die Schuhzunge, genau. Also der Sensor kommt da so oben drauf. Kabel nach oben. Und dann müssen wir hier erstmal alles aufmachen. Und zwar braucht ihr dafür meistens die ersten drei Schlaufen. Müsst ihr schön weit öffnen. So, das Ganze wird dann da reingeschoben. Möglichst tief. So, und dann die hinterste Schlaufe kommt dann praktisch vor den Sensor. Die in der Mitte kommt auf den Sensor drauf und die letzte kommt hinter den Sensor, damit er nicht nach draußen rutschen kann. Und jetzt kann man hier sehen, der ist da drin und kann sich nicht mehr bewegen. Und dann nur noch zu und dann sind wir mit dem Fuß soweit fertig. Was ihr noch machen könnt, ist das Kabel hier noch dann entsprechend hier noch so reinzuschieben, damit es nicht stört. Kann schon mal passieren, dass man mit dem anderen Fuß dann in diese Schlaufe reingerät. Deswegen das einmal da so reinschieben, soweit es geht. Was den Anschluss angeht, der ist auch für Properties gedacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, was, wo man da was machen könnte. Für ein Skier oder sowas. Skier, ja. Oder ein Fahrrad zum Beispiel, wenn du an einem Fahrrad, also kann man halt auch machen, ne? Dass man dann ein Fahrradpedal oder so. So, aber heute brauchen wir den nicht, also erstmal zumachen. So, dann habt ihr den soweit fertig. So, ja, einmal kurz mal gucken, drückt was, kann man sich bewegen. Das ist später wichtig, weil alles, was drückt und euch behindert, wird später in der Aufzeichnung deutlich.
Das merkt man dann, dass das keine saubere Aufzeichnung war. So, als nächstes dann die Hand oder die Hände. Dafür braucht ihr einen von diesen Handschuhen. Mal aufmachen. Also die sind markiert, da steht dann R und L drauf. Zu jedem Anzug gibt es welche. Das heißt, wenn ihr dann euch so eine Anzugtasche nehmt, da ist alles drin. Bei den Dingern müsst ihr darauf achten, die flache Seite kommt nach vorne. So, und dann einfach Daumen rein. Und einmal zumachen. So. Der Sensor kommt dann hier oben rein. Und zwar müsst ihr dann erstmal darauf achten, dass ihr, wenn ihr den einsetzt, praktisch mit der flachen Seite erstmal nach oben dran geht und den dann so von oben reinschiebt und dann erst auf das Velcro fallen lässt, weil sonst habt ihr ständig Schwierigkeiten. Der bleibt dann sofort hängen und dann geht gar nichts mehr. So, das wäre das. Dann, ja, wenn da noch was übrig ist, das Kabel nochmal weg. Genau. An dieser Stelle merkt man, also ohne zweiten Mann geht es gar nicht. Wobei es darf auch eine Frau sein. So, und ja, auch das hatten wir auch gerade noch vergessen zu erwähnen. Wenn ihr die Verkabelung hier habt, immer gucken, ob ihr euch auch bewegen könnt. Weil wie gesagt, alles, was euch behindert, das fällt später in der Animation auf. Aber das scheint zu funktionieren, das ist auch okay. So, und dann bleibt jetzt noch der Kopf. Dafür haben wir dieses Stirnband. Und zwar nimmt man das so, das Accent-Symbol kommt praktisch genau mittig auf die Stirn. Das bedeutet, hier kommt dann der Sensor rein, so wie beim Handschuh, genau das gleiche Prinzip. Das bedeutet allerdings auch, dass der Sensor jetzt nicht direkt mittig steht, zum Beispiel mittig auf der Stirn oder vielleicht auch seitlich oder hinten, sondern der ist eher so im 45-Grad-Winkel an der Seite vom Kopf. So, am besten macht ihr den Sensor zuerst rein, bevor ihr das Stirnband auflegt. Genau das gleiche Prinzip wieder, oben erstmal anlegen und dann runter aufs Velcro. Das ist viel einfacher. Dann einfach zu sehen, dass das Accent-Symbol dann einfach direkt mittig steht. So, und das war's dann. Ja, damit sind wir fertig mit der Verkabelung. Wir können dann gleich das Bodypack anmachen, um halt Daten vom System zu kriegen und die Kalibrierung durchzuführen. Theoretisch könnt ihr jetzt noch seine normalen Klamotten anziehen, sodass man halt Aufnahmen machen kann, auch wenn man halt irgendwo hingeht. Aber wir wollen heute hier im Studio bleiben. Darum, nächster Part ist dann Aufzeichnung mit der Software und Kalibrierung. Was wir noch machen können, ist eben kurz euch noch den Property-Sensor zeigen. Genau. Hätten wir fast vergessen. Und zwar muss man da so ein paar Sachen beachten. Ich habe den Property, du hast den Script. Genau. Und zwar ist es so, ihr werdet, ja, ich nehme mal hier, das wird unser Property heute sein, eins von meinen Schwertern. Ihr werdet praktisch jedes Mal irgendwie sowas haben, Stab oder Besenstiel, was auch immer, das ihr dann als Property benutzt. Und das Problem dabei ist, diese Dinger haben normalerweise kein Velcro, wo ihr den Sensor dran machen könnt. Da geht meistens gar nichts. Das heißt also, ihr werdet euch eins von den, von unserem anderen Anzug, den Marvinda, werdet ihr euch so einen Strip ausleihen müssen. Der hat nämlich den Vorteil, dass der innen eine Gummierung hat. Kann ich mal eben zeigen. So. Der hat hier in diese Gummierung. Da kann man nämlich dann ganz gut den um den Property rumwickeln, ohne dass er sich dann noch verschiebt. Die Stelle, ist die wichtig? Die Stelle, ja, nicht direkt. Wichtig ist nur, dass der Sensor da nicht stört bei der Bewegung. Deswegen muss ich den jetzt praktisch hier überhalb des Griffes machen, weil ich da ja nicht dran gehe mit der Hand, aber hier unten schon. Das heißt, ich mache den da dran. Was man dann beachten muss allerdings ist, der Sensor muss so entsprechend in Richtung des Properties angelegt sein. Ob jetzt auf der Seite oder der ist nicht so wichtig, aber Hauptsache, der geht praktisch jetzt beim Schwert die Klinge entlang. So, und dann müsst ihr den hier einmal umwickeln, schön fest, dass da auch nichts, dass der sich nicht bewegt, weil das Ganze dann nur
die Animation zum Zittern bringen würde. So, dann einmal zumachen. Jetzt geht da gar nichts mehr. Und jetzt müsst ihr den einmal da dran, wobei mit einer Hand ist schwierig. Genau, da brauchen wir dann wieder den zweiten Mann, Frau. So, und jetzt würde er praktisch, wenn wir die Aufzeichnung starten, die Bewegung vom Schwert gleich mit aufzeichnen. Und dann später im Blender oder wo auch immer ihr dann die Animation dann verarbeitet, hättet ihr praktisch noch einen Bone, der dann das Schwert darstellt und dann die Animation, also die Daten könntet ihr dann remappen auf euer entsprechendes richtiges Schwert, das ihr dann benutzt. Ja, cool. Das wäre es soweit. Dann nächster Schritt. Ich dachte schon, der will gar nicht aufhören. Vorsicht, du hängst hier. Soll ich dir was abnehmen? Nur ohne euren Einwürfe, sondern man hört nur mich und den Julian. Und das, was ihr jetzt sagt oder sagen würdet, das wird in der Aufzeichnung dann nicht sein. Von daher, wir wollen jetzt Motion Capture machen für die Ani-Gruppe primär und für die SPE-Gruppe. Und wir haben die Vorbereitung schon mal getroffen, dass wir den Julian nämlich schon komplett verdrahtet haben. Das hatten wir ja letztes Mal versucht schon mal zu zeigen. Davon haben wir jetzt noch mal so ein 20-30 Minuten Video gemacht. Ich glaube 20 Minuten. 27, irgendwie. Ja, okay. Auf jeden Fall, da zeigen wir dann noch mal genau, wie die Kabel liegen und wie die verdrahtet werden. Das heißt, anhand von diesem Video könntet ihr dann sogar, oh Carsten, ey, super. Wer spielt mal eben ein Video ein? Das war die Mats, danke. Das heißt, nach diesem Video könntet ihr die Verdrahtung auch selber vornehmen. Wir haben das Ganze jetzt noch ein bisschen ergänzt um die Handschuhe. Wir haben im Labor diese Manus VR Handschuhe. Und da ist halt Finger Capturing dann auch mit bei. Das heißt, das Greifen von Gegenständen kann man damit dann auch aufzeichnen. Und das wollen wir halt heute dann auch probieren. Ich hoffe, die SPE und Ani-Gruppe hat sich vorbereitet und entsprechend eine schöne Liste an Wünschen, welche Bewegungen sie gerne hätten, schon fertig. Ansonsten zeigen wir nur, wie das dann vom Workflow her funktioniert. Wobei der Julian mich da tatsächlich so ein bisschen durch die Software führen muss, weil ich die zuletzt vor 2 Jahren, glaube ich, benutzt habe. Und er da, glaube ich, ein bisschen aktiver drin ist. Ich setze mich jetzt aber auch hin, das ist nämlich bequemer und wir wechseln dann auch bitte die Kamera. Genau, danke. Da in der Aufzeichnung sieht man auch das ganze Bild. Gut, ich zeige das am besten anhand einer Beispielanimation. Das ist immer das Schönste, nämlich das ist die primäre Aufgabe in Ani. Wir setzen uns und wir stehen auf. Das ist die Animation, die wir jetzt gleich capturen wollen. Brauchen wir noch eine Kalibrierung oder nicht? Wir werden eine brauchen. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit die Hände, gut, die Hände, das wird sowieso schwierig, auch mit Kalibrierung, aber insgesamt kann man sehen, dass ohne Kalibrierung alles noch sehr schräg ist. Okay, dann kalibrieren wir jetzt erst einmal.
So, für die, die dann beim letzten Mal nicht dabei waren, die haben das nicht mitgekriegt bei der mit der Kalibrierung. Dabei geht es darum, dass das System jetzt erstmal praktisch einen Startpunkt braucht, von wo es dann entsprechend die Daten dann praktisch berechnen kann. Und das machen wir mit der Kalibrierung. Wichtig bei der Kalibrierung ist, man muss als allererstes die Füße parallel haben. Dann die Arme müssen praktisch in einer Linie nach unten zeigen. Wichtig ist, dass die nicht locker so nach unten zeigen, so praktisch einfach nur nach unten halten, weil dann haben die immer noch diesen Winkel drin. Die müssen tatsächlich gerade sein. Können wir den Mix haben? Das heißt, bei manchen muss man auch aufpassen, wenn die ihren Arm durchstrecken, dann biegt er sich praktisch nach außen. Und das muss man dann auch vermeiden. Also der Arm muss tatsächlich in einer Linie sein. Unterarm und Oberarm müssen tatsächlich eine Linie bilden. Und das Ganze muss dann parallel zum Körper runtergehen. Regie, können wir die Mischbildung haben? Dass wir die Software im Hintergrund haben? Ja, danke. Gut. Also N-Pose nennt sich das Ganze und Walk, das ist die Recommended Calibration. Das können wir hier auch sehen. Und wir gehen jetzt einfach mal die Kalibrierungsschritte durch. Get ready, stand in Pose. Irgendwo war ein Startbutton, den habe ich letztes Mal auch übersehen. Da ist der. Ja, fertig. Du bist bereit? Dann. Ein lockeres Laufen vorwärts und umdrehen und zurücklaufen. Zurück will er irgendwie komischerweise viel länger laufen. Das Problem ist, irgendwann ist es vorbei. Ja, aber der scheint früher nicht den ganzen Weg zu brauchen. Ist wohl eher so eine Art Sicherheitsmaßnahme. Ich vermute, er braucht einen Walk-Cycle, damit er die Wiederholung berechnen kann. So, das dauert einen Augenblick. Also das Prozessieren von den aufgenommenen Daten ist halt Rechenaufwand und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr unser Zeitbudget strapaziert. Wenn wir die Animation kurz halten, geht das eigentlich. Weil er jetzt da irgendwie nur 1% hat. Ja, das ist keine besonders gute Anzeige. Oh. So, jetzt müsst ihr die Kalibrierung akzeptieren. Allerdings, bevor ihr draufklickt, steht da auch wieder in diese Endpose. Gibt mir ein Zeichen. Okay. So, und wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr noch einmal kurz so ein bisschen rumlaufen. Spielt keine Rolle, wo und wie schnell und langsam, aber ihr müsst einfach mal ein bisschen rumlaufen, damit sich praktisch die Software ein bisschen warm machen kann. Und was dann auch ganz wichtig ist, bei diesem Rumlaufen mappt die so ein bisschen das Magnetfeld, das hier im Raum ist, was ziemlich viel ist, weil hier überall Kabel rumliegen und die ganzen Metallverstrebungen, die wir hier an der Decke haben und so. Und die Magnetsensoren würden normalerweise dadurch durcheinander geraten und deswegen muss die jetzt erstmal auch ein bisschen gucken, wo ist was, damit das rausgerechnet werden kann. Scheint ganz gut geworden zu sein. Ja, ich habe ab und zu ein bisschen Aussetzer, ich weiß nicht warum. Also Spitsch. Vielleicht sollten wir hier mal den Rechner irgendwann austauschen. Weil der eventuell so langsam zu schlaff dafür wird. Gut, damit haben wir die Kalibrierung erledigt. Die Hände haben wir eben schon kalibriert. Die sind also, das heißt aber nicht, dass es wird also dadurch Dringungen geben wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er das geregelt kriegt. Das ist nicht absolut perfekt, ja. Das ist. Aber die Hände, die kalibriert man mit einer anderen Software. Was man beachten muss, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, die nehmen leider keine Spreizung der Finger mit auf. Also wenn ich hier jetzt... Da kommt nichts. Die sind immer beim Daumen. Bei dem. Gut. Ja, gibt es schon erste Wünsche? Sonst machen wir jetzt erstmal die Sitzanimation. Ihr hört uns alle noch und es ist alles okay. Also wenn nicht, dann bitte sofort Bescheid sagen.
weil ich den Ausgangsstrom nicht so sehe. Dann machen wir mal die Setz hin und steh auf. Ich würde das aber gerne in zwei Sessions machen, also eine Session fürs Hinsetzen und eine fürs Aufstehen. Hm. Gibst du mir noch mal einen Tipp? Das hier war der Record-Button, ne? Genau. Geht der direkt los oder? Der fängt sofort an, ja. Das heißt, du musst vorher Bescheid sagen. Okay. Die Qualität ist nur acceptable. Please hold head still during static pose. Hm. Du hast also nicht still genug gehalten. Static pose? Ja, in der Anfangsphase wahrscheinlich hast du dich zu viel bewegt. Oh, nicht gut. Wobei, eigentlich sieht es ganz gut aus. Nur wenn es Boot macht, dann kriege ich Panik hier. Gut, dann fangen wir mal an. Jo. Bist du bereit? Das ist unreal, also müsste ich die A-Pose nehmen, oder? Nee, wir machen immer alles im T-Pose. Immer T-Pose, okay. Ja, wir machen T-Pose. Wir fangen immer mit der, zur Erklärung, wir fangen immer mit der Standard-Ausgangspose an, also T- oder A-Pose. Anders als X-Sense jetzt mit der N-Pose, weil alles, wirst du schon müde? So lange kann ich das jetzt nicht halten. Es ist dann leichter mit dem Matching von Animationen. Wenn man in der T-Pose beginnt und auch endet, dann kann man besser die Sachen mit dem Retargeting-Tool verarbeiten. Okay, dann. Achso, warte, bevor wir anfangen noch, wo war das nochmal? Auf Edit, glaube ich. Du musst mich eben noch in den Mittelpunkt verschieben. Oder war das bei Task? Ich weiß es nicht mehr genau. Da, Move Character to Origin. So. Das macht Danke. Die Sache einfacher. Ja, sonst wärst du, glaube ich, off. Gut. Dann, genau, die Hände, die Rotation der Hand hat er nämlich nicht mitgekriegt, glaube ich. Hat er nicht? Mhm. Jetzt hat er so richtig. Eben war sie nicht gut. Okay. Aber muss reichen. Und hinsetzen, bitte. Dann. Oh, was war das? Ab und zu meldet er sich. Aber solange die Aufnahme funktioniert, ist alles gut. Das sieht irgendwie nicht so aus. Hat er die Verbindung verloren? Ja. Konstantin hat gerade nicht reagiert. Ups. Jetzt ist er wieder da. Ja, aber mein Record-Button ist immer noch ausgegraut und ich kriege den auch nicht gestoppt. Hallo? Der will nicht starten. Wo ist denn jetzt? Du quietscht. Er wird langsam alt. Ich hab meinen Button nicht mehr. Also. Und ich glaube auch, dass. 7, 77. Versuchen wir das innere Fenster zu minimieren. Eventuell läuft da was im Hintergrund noch. Ah, okay. Nee. Es läuft nur der Live Preview. Och. Ne, der reagiert hier oben nicht mehr. Also er sagt, er ist immer noch in der Aufnahme, aber wo ist nicht mehr in der Aufnahme? Der ist kalibriert. Ich habe keine Session-Information. Na toll. Nein. Gehen wir in die Konfiguration. Der ist hier abgerotzt. In welche Konfiguration? Darunter, drunter. Das. Die? Nee, noch einen drüber, genau. Achso. Alles okay.
immer, wenn wir hier was machen wollen. Ja. Schließ mal das Fenster. Das? Ja. Ja, müssen wir neue machen. Geht nicht anders. Live Action. Full Body Annie. Da muss man nochmal die Werte neu laden. Den Julian. Das an, die Hände hat er alle. Das sieht alles grün aus. Ja. Braucht eine neue Kalibrierung? Ja, brauchen wir. Ja. Das ist ja okay. Auch wieder so am. Warte mal, ich muss das mal hier groß machen. Du bist bereit? Jetzt hat er auch wieder. Zuckelt aber wieder. Er hat schon wieder WLAN-Probleme hier. So viel Traffic auf dem Netz. So. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er wieder da. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ist er wieder da? Gut, dann gehen wir mal in die Endpose. Kopf ruhig. Nochmal laufen und bunkern. Oh, jetzt kriege ich sogar mehr als 1% angezeigt. Ist das nicht schön? Oh, vielleicht klappt es jetzt. Yeah. Also ihr merkt, das hat immer so seine Haken und Ösen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, das ist die alte Software, weil die mit den, weil die neue die Handschuhe anscheinend nicht mehr unterstützt. Deswegen, um euch die Handschuhe zeigen zu können, mussten wir jetzt die alte Version nehmen. Eventuell funktioniert alles viel besser mit der neuen. So können wir ja gleich nochmal probieren, oder die Handschuhe. So, du bist in Endpose und hältst den Kopf ruhig. Ja. Und jetzt darfst du laufen. Über Stock und Stein sozusagen. Fall nicht über die Kabel. Zehn Sekunden oder so, ne? Ungefähr, ja. Also gute WLAN-Verbindung haben wir hier nicht. Also irgendwas stört hier gewaltig. Weil ich hatte vorhin schon mal viel mehr. Am Ende sind das doch die Mikros. Wir haben Funkmikrofone und ist nicht auszuschließen, dass die sich da hauen. So, dann geh noch mal in die Nullposition und dann versuche ich noch mal einen Record zu machen. Ah, schieb mal die Kamera ein bisschen weiter rüber. Das war nicht zu spät. Schon angefangen? Ja. Aber warum kann ich die nicht wieder stoppen? Ja. Hä? Irgendwie fehlt mir ein Dialog hier. Wo ist mein Stopp-Button? Take 19. Tja. Auch nicht so erfolgreich hier, sehe ich gerade. Irgendwie nervt das. Take Control, Main Controls, Playback Controls. Und das sind die Playback Controls. Ich höre es schon. Ah. Er hat die Verbindung verloren. Ja, dann. Wo ist denn der Router stehen? Der steht da hinten. Ach, der steht da hinten. Was passiert, wenn ich mich ganz nah dran stelle? So.
Gar nichts. Gar nichts. Nein, nein, also zu nah ist auch schlecht. Das ist die Erfahrung vom letzten Mal. Ich mache mal die andere Software. Ja. Nehme ich mal die Handschuhe ab. Obwohl, ob das mit Handschuhen auch geht. Das ist egal. Ah, die dran müssen an derselben Position sein. Ja, müsste gehen. Der erkennt die jetzt halt nicht, weil die Software wohl nicht kompatibel ist. Also die Versionen nicht kompatibel sind. Da kann man hier sehen, die Manus werden nicht erkannt. Oh, ja, fail to connect. Sure, the Manus is started. Der Manus ist gestartet. Man kann hier die Handschuhe sehen. Das ist halt die extra Software. Die kommunizieren halt alle über einen Bluetooth-Dongle oder sowas. Und ja. Er behauptet, die sind nicht da. Fail to connect. Also ich vermute, das ist ein Versionsproblem der Software. Kann jetzt noch einmal so machen. Detect problems with the GUI. Nee. Die lassen wir mal außen vor jetzt. Ich muss mal eben den Julian wieder laden. Und ja, dann dürfen wir das Ganze nochmal kalibrieren und hoffen, dass der Start- und Stop-Button dann funktioniert. Du bist in Position. Ja. Und los. Achso, Carsten, kannst du das Mischpult dran machen? So, ihr merkt also, wenn wir mit euch hier wären, würde das Ganze natürlich entsprechend genauso oder noch viel länger dauern. Das heißt also, wir können nicht mal eben in einer Stunde sagen, von wegen, ja, wir machen da ein paar Aufnahmen, sondern es würde halt so sein, dass wir sagen würden, ey, wir machen den ganzen Tag und planen dafür, die Aufnahmen zu machen. Schlicht und ergreifend, weil es nie so funktioniert, wie man sich das gerne wünscht und out of the box. Und darum ist so eine Live-Sendung auch, ja, ich sag mal problematisch. Ne? Vielleicht hätten wir das doch aufzeichnen sollen, dann wäre alles perfekt und tutti frutti. So, du bist bereit? Ach, da war ein schlabberigen Gang. Zumindest in der Darstellung hier. Ja, ich bin eher so der lockere Typ. Wir können übrigens bis zu 4 Leute theoretisch gleichzeitig tracken. Ja, wenn die Verbindung gut genug ist. Aber wir haben hier vollen Ausschlag. Naja, jetzt nicht mehr. Aber immerhin noch die Hälfte. Also erheblich besser. Wir können das da unten sehen. Aber wir haben also 1 bis 2 Striche mehr als eben. Hey, endlich mal was Bewegung drin. Ne? Und schon wieder raus. Ach, da ist er. Was? Die Verbindung ist gut. Ja, mal sehen, was er macht. So, ich stelle dich mal den Nullpunkt. Halt. Nochmal. Ja. Deine Qualität ist gut. So, jetzt will ich aber mal was Vernünftiges sehen. Start a new record. Take. Naja. Wir nennen das mal anders. Warning, no file serial port, not initialized. Hä? Hast du vielleicht kein... Ist dir vielleicht noch auf den Onboard Recording konfiguriert? Dann die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, war ohne Onboard. Also müsste der eigentlich... Normalerweise wird der auch gar nicht erst... so weit kommen, wenn er auf Onboard wäre. Mach mich jetzt nicht schwach, weil das umzukonfigurieren wäre jetzt nicht gerade mein Ding. Gehen wir eben auf den? Ja, gehen wir da drauf. Und die Pack ist not connected. Ja gut, alles in Ordnung. Den raus, dann gehen wir auf den nächsten. Das wäre ja die Verbindung, das heißt, ja. Die auf dem Ding gespeicherten. Aber das ist nichts drauf. Auch wegmachen. Ist nichts drauf. Moment. Live Preview. Warum zeichnet er denn jetzt nicht auf? Oh,
Einstellung. Vielleicht müssen wir irgendwo noch einen Pfad eingeben. Kann das sein? Haben wir doch. Version 2020. Ist doch auch da. Was ist denn das jetzt? Die ganze Leiste ist tot. Das Piepen ist nicht gesund. Der recordet noch, ne? Also er ist zumindest noch in dem Status. Ich komme nicht weiter an der Stelle. Okay, gucken wir mal, was der dann überhaupt macht. So, das ist... Initialisiert er die wieder? So, das ist jetzt hier meine Aufnahme. Julian, der sich die Schuhe zubindet. Kann man hier sehen. Playback. Close. Bin ich jetzt wieder im Live-Modus? Du bist so still. Ach nee. Okay. Ihr dürft euch gerne irgendwie äußern. Ah, vielleicht liegt es da dran. Hat sie vielleicht keine Rechte, um dahin um die Sachen im eigenen Verzeichnis? Ja, das ist ja jetzt auf C gewesen und nicht auf D. Ja, man kann die mal. Das sind nur die temporären. Von abgesehen. So. Nein, das will ich nicht. Also ich sehe da jetzt keine Probleme. Ich weiß nicht, warum der das jetzt nicht macht. Ist mir nicht klar. Er hat nichts aufgenommen. Er ist... Ich habe auch kein Fenster jetzt irgendwo gesehen, das ich irgendwie übersehen hätte. Als wenn er da drin hängt jetzt. Du hast auch keine Idee, Julian, weil du kannst die Software ein bisschen besser wie ich. Ja, das hat er noch nie gemacht. Immer nur, wenn wir irgendwelche Vorführungen machen wollen. Heißt ja nicht umsonst Vorführeffekt. Ja, aber das ist ein Kack-Vorführeffekt, ganz ehrlich. Weil ich habe das zwar zuletzt vor 2 Jahren oder so gemacht, oder vor einem Jahr, weiß ich gar nicht so genau, aber Julian hat das, glaube ich, schon viel öfter gemacht wie ich. Also der Fehler auch, ist komplett neu. Kann man auch sehen an der Liste der ganzen Aufnahmen, die er da so gemacht hat. Und von daher, das sind seine Kendo oder Kenjutsu. Ja, das ist von der Gruppe vorher, glaube ich, noch eine Aufnahme. Haben wir vor
keine Ahnung, einen Monat oder zwei? Vielleicht kann man ja dann noch googeln. Ja, das ist während einer solchen Session nach Fehlern zu suchen und die versuchen zu lösen, ist eine echt anstrengende Sache, das sage ich euch. Ich meine, wir könnten ja nebenbei nach Lösungen googeln. Also der Fehler wäre hier ein No File or Serial Port Open, not initialized, was auch immer das damit zu tun hat, weil hier läuft nichts über einen seriellen Port. Und ich habe hier im Hintergrund noch diese Manus-Software laufen. Die mache ich jetzt mal zu. Dann sollten die Handschuhe eigentlich ausgehen. Sind die noch angeklemmt? Genau, dann klemmen wir die mal ab. Sind die abgeklemmt? Müssen jetzt aus sein, oder willst du den kompletten... Ach so, nee, dann müsste der Sensor ja auch aus sein. So, die Sensoren sind jetzt aus, ja. Letzten Endes, wie man Fehler behebt, ist, glaube ich, auch das viel spannendere Thema, als wie es funktioniert alles super. Obwohl das für mich doch stressiger ist, als ich das gerne hätte. So, eine neue Session. Und den Julian wieder laden. Start mal einfach eine Aufnahme. Du bist ja invalid, not possible. Ah, basic das calibration has not performed. Wir können, also ja, doch. Du siehst aus, als ob du in Pose bist. Und? Ja. Ach so, jetzt. Der Julian sieht das immer auf dem großen Monitor, darum weiß der, wann der loslaufen muss, sonst müsste ich ihm mal Kommandos geben. Beim letzten Mal hast du nicht mit den Manus-Handschuhen gearbeitet, ne? Nee. Moment. Please walk around for 10 seconds. Hat einer mitgezählt? Hast du mitgezählt? Nee, ne? 10 Sekunden. Okay. Dann geh mal auf deine Nullposition. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Ja, das. Ich mach's doch richtig, oder? Also, ich wüsste nicht, wie das sonst geht, dass ich hier das Recording starte. Und. Da bewegt sich jetzt was. Und das ist für mich eine Aufnahme. Oh, nicht so ruckartig. Entschuldigung. Geht doch. Yay, okay. Julian setzt sich hin. Und jetzt machen wir gleich die zweite. Auch in T-Pose anfangen? Macht keinen Sinn, ne? So. In diesem Fall. Das heißt also, ich starte hier? Ja, starte mal. Wir versuchen das einfach mal. Wir gucken mal, wie das nachher beim... stehst du schon auf? Wir versuchen mal zu gucken, wie das nachher aussieht beim... Entschuldige. Setz dich hin, nicht, sondern... Setz dich nicht hin. Setz dich, genau. Steht auf. Ich hätte das Ganze jetzt natürlich noch näher bringen können, dann hättet ihr das auch parallel. Wo ist denn Julian hin? Ah ja. Ups. Falsche Taste. Nein! Rechtsklick rein und dann kannst du deine Kamera aussuchen. Erstmal auf Trailing und dann kannst du Trailing ist doch gut.
oder? Ah, ja. So ein paar von den Kameras sind schwierig. Aber die verfolgt dich, glaube ich. Also bei der alten Version war es noch so, ich habe es hier noch nicht ausprobiert, aber bei der alten Version war es so, wenn man so eine Onboard-Aufzeichnung gemacht hat, also für die, die das noch nicht wissen, man kann mit dem Anzug auch praktisch ohne die Software aufnehmen und dann irgendwo rumlaufen und sich dabei aufzeichnen lassen. Das Problem ist, wenn man dann Stockwerke wechselt, da geht praktisch das Gitter, also der Boden geht dann an der Software nicht mit. Das heißt, man schwebt dann irgendwo in der Luft und läuft dann da rum. Und wenn man dann nach unten geht, dann ist man unterhalb des Gitters. Und das Problem ist, viele der Kameraeinstellungen, die praktisch automatisch der Figur folgen, bleiben oberhalb des Gitters. Das heißt, man verschwindet. Der folgt einem nicht mehr unterhalb des Gitters. Da muss man, ein Zweig von den Kameraeinstellungen funktionieren, aber die meisten bleiben oberhalb und dann habt ihr eben kein Bild mehr an der Stelle. Also könnt ihr eure Animation nicht kontrollieren, bevor ihr die exportiert. Solange die Animationen da sind, ist mir das scheißegal. Ja, die sind da, aber du hast dann eben keine Ahnung oder nur wenig Ahnung, wie die aussehen. Gut, so, das waren jetzt die Standard-Animationen. Irgendwelche Wünsche? Also eine habe ich schon, die ich gerne hätte. Da kannst du dir auch dein Schwert für nehmen, meinetwegen. Und zwar sind das die Wikinger, die durchs Dorf Attacke machen. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Wo haben wir den Property-Sensor hingeschmissen? Schaffst du alleine oder brauchst du Hilfe? Achso, du kannst die Handschuhe, glaube ich, ausziehen. Ja. Da die ja anscheinend ein Problem verursachen, weil falls ihr es gemerkt habt, als ich jetzt den Kram abgeschaltet habe, hat es plötzlich jetzt funktioniert. Kalibrierung müssen wir sowieso neu machen, von daher. Von was? Ja, wir müssen ja das Property auch kalibrieren. Ach so, ja, okay. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, da hat der Julian die bessere Erfahrung oder die größere Erfahrung. Gibt es jetzt schon irgendwas an Wünschen oder so? Darf mal den Check. Vielleicht ein Aufheben? Aufheben, ja. Ich kann ja meine Waffe fallen lassen und wieder aufheben, mal schauen. Am besten, ich habe doch den Chat hier rechts hingekriegt. Wenn ihr das in den Chat reinschreibt, dann können wir das gleich gucken. Und ich wünsche Beteiligung. Sonst ist das Modul automatisch nicht bestanden. Gute Idee. Punktabzug in der B-Note. Wir haben halt auch überlegt, ob wir Bewegung brauchen. Aber eigentlich passiert da ja nicht viel. Max, so ein Interagieren mit einem Objekt, wenn man es gefunden hat, also halt wie ein Aufheben. Ja, solche Sachen. Vielleicht für die NPCs, dass die beim Start hochgucken, aber das ist ja. Ja, oder zum Beispiel einen Schlüssel ins Schloss stecken oder irgendwelche Tasten drücken. Das sind so die Sachen, die man dafür braucht. Weil das ist nämlich das, was man so nicht findet. Also was du findest in irgendwelchen Motion Capture Libraries, sind halt so allgemeine, ich winke oder ich gucke auf mein Handy und gucke durch die Gegend oder so. Aber so relativ spezielle Sachen, die findet man halt nicht. Und ihr solltet von eurer Story her schon eine relativ gute Vorstellung davon haben, was so vorkommen wird. Und von daher würde ich da einfach pro forma schon mal gucken, okay, wäre schön, wenn wir davon eine Animation hätten und die nicht irgendwie manuell sogar machen müssten. So. Also ich erkläre jetzt nicht wirklich viel, was ich hier mache, weil wir haben da vorhin ja schon ein Video zugemacht. Genau. Aber was ich hier jetzt machen muss. Können wir den gleich auch abschalten? Oder den Property-Sensor wieder abschalten? Ja, weil die haben jetzt alles, glaube ich, Sachen, wo solche Sachen nicht vorkommen, so mit dem Schwert rumfuchteln. Dann machen wir das nämlich zum Schluss. Oder so. Als letztes. Aber kannst schon mal vorbereiten. Ja. Du musst ihn ja noch nicht anschließen. Dann klemmt er da, dann brauchen wir den ankleben und einmal neu zu machen.
Gut, dann muss ich den eben anbringen. Carsten versucht zu zaubern. Mach den mal eben ab. Ja. Hast du den festgemacht? Der ist von alleine so festgemacht worden. Ja, so. Da muss ich jetzt einmal. Oh, unexpectedly. Ich glaube, wir müssen die neu initialisieren. Ja. Ich habe die einmal komplett abgehabt. Deswegen immer die Sensoren möglichst festmachen. Wenn die sich einmal gelöst haben, dann verliert ihr auch die Kalibrierung. Dann müssen wir also nochmal kalibrieren jetzt. Ja. Einmal jetzt. Dran, da ist alles klar. Jo. Da bist du bereit. Okay, dann kalibrieren wir mal nochmal. Und los. Aha, nee, mach nochmal. Da war ich daneben. Ich dachte, ich muss loslaufen. Okay. Lauf. Also die meisten Sachen sind halt hier ohne irgendwelche Properties, von daher tun wir das mit dem Schwert gleich am Ende machen. Eine Schleichbewegung. Du hast ja... Schleichbewegung. Also da würde ich eher ein Crouching nehmen. Das ist eine Schleichbewegung. Ja, das sind so Sachen, die mir noch so eingefallen sind einfach. Schleichbewegung würde ja auch heißen, in alle möglichen Richtungen und in alle Richtungen, Ecken etc. pp. Also da hängt mehr dran, ne? Also so eine Schleichbewegung... Ja, ich meinte jetzt nur so was Schlichtes nach vorne. Jetzt nicht komplett links und rechts umgucken und sonst was. Ja, da würde ich aber eher eine Crouch-Bewegung oder ich meine, die Cover-Animationen sind auch da. Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Das ist dann so an einem, an einer Wand sich zu verstecken oder so. Oder in Deckung zu gehen halt. Cover. Passt? Muss ich eben gucken. Also er sagt, die ist gut. Wenn er sagt, die ist gut, dann ist die gut. Ja. Mal ein bisschen bearbeiten muss man so oder so, von daher. Gut, dann, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch wieder. Fangen wir mal mit dem ersten an. Kiste aufheben, eine Truhe. Moment, dazu brauchen wir irgendwas. Ja. Große Kiste, kleine Kiste, wie soll denn das aussehen? Ist das große eher so, Kiste. So ein Schmuckkästchen oder richtig so ein Brummer? Also schon so eine Truhe, also schon so hüftbreit. Ah, da haben wir genau das Richtige. Ja, oh ja, die ist schwer. So. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Als erstes mal. Und? Moment. Bist du bereit? Warte. Ist das so in Ordnung? Müsste gehen. Dann habe ich der Fuß ist schief. Wobei, ich bin irgendwie nicht zufrieden mit der Kalibrierung. Ich auch nicht. Nee, müssen wir nochmal machen. Der sagt, die ist gut. So. Ah! Was war das jetzt? Oh. Mal sehen, was jetzt dabei rumkommt. Na, jetzt tun sie sich aber hier keinen Zwang mehr an. Nicht nervös werden. Ich nervös? Wieso? Wird nur schwierig, wenn ich irgendwann auf Toilette muss. Nein, bis dann sind wir fertig. Dann auch nicht klicken. Sag mir Bescheid. Okay. Ah, sieht schon besser aus. So. Kleineren Gegenständen, Kristall, Pflanzen etc. Vom Boden meint ihr oder wie? Marvin?
Hast du kein Ja, Mikro? genau, vom Boden aus. Okay. Ah ja, viel besser. Tore Schön. Zudrücken. Tore zudrücken? Kriegen wir auch hin. Ja, ich also das war jetzt so der erste Plan. Wenn ich will mal jetzt flach. Nichts zu Schweres oder so machen. Ja, sieht gut aus. Dann setze ich dich mal in den Null. Warte. Ich muss hier meinen eigenen Nullpunkt erstmal. So. Oder wer geht? Sag Bescheid. Na, setz mich erstmal in die Mitte wieder. Ja. Wir machen genau Kiste auf jeden. Und los. Und wieder absetzen? Wir machen erstmal aufheben. Ja doch, aufheben. So, das hier ist jetzt also die Kistenanimation aus dem XSense-System, wie wir sie Motion Capture gemacht haben und nachbearbeitet. Man kann sehen, die Bewegung ist sehr klar, sehr sauber. Die Beine sind auch gut captured, auch relativ ruhig jetzt, ein bisschen Bewegung ist natürlich immer gut, die Knie sind ein bisschen auseinander, das ist okay. Und im nächsten Schritt sehen wir dann, wie die Bearbeitung im Blender aussieht, beziehungsweise wie das Ergebnis im Blender aussieht. So, hier die fertige Kistenanimation, man beachte das rechte Bein, sieht komisch aus, aber die Animation an sich ist korrekt. Das heißt, hier ist es schlicht und ergreifend eine Einstellung der Remappings der Bones vom Originalskelett auf das Autorig-Skelett. Und zwar kommt hier im Prinzip die inverse Kinematik ausschließlich zum Einsatz. Das heißt, die Beine werden gar nicht animiert, sondern es findet ausschließlich eine Animation über den Oberkörper statt, da die Vorwärtskinematik und von der Animation getrieben wird. Jetzt kann ich die T-Pose aber nicht machen. Jetzt aber wieder runter. Wow, da war aber ein Fehler drin. Also so ein bisschen buffert der auch, von daher muss das jetzt nichts gewesen sein. Naja, sie werden halt nacharbeiten müssen. Das ist ja das, was ich immer wieder prophezeie. Nichts ist perfekt. Guck dir jetzt nach links, nach rechts, wenn... du musst weniger zur Seite gucken. So, nächster. Einen schubsen. Einen schubsen. Ja, da werde ich jemanden brauchen. Carsten, komm mal rein. Jetzt muss Carsten sich auch noch in so einen Anzug zwängen. Carsten will nicht. Ah, nee, dann wir bräuchten dann, glaube ich, einfach nur eine Animation schubsen und geschubst werden, oder? Die gibt's aber. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da muss der Thomas ranhalten. Ja, gut, dann mache ich das. Herhalten, so. Immer willst du mich schubsen. Ist das okay. Mehr so ein brutales Schubsen, so ja, richtig zum Prügeln oder eher so einfach nur aus dem Weg? Eher so ein befreiendes Schubsen. Befreien. Also der will so praktisch auf einfach jemanden wegschubsen. So, aus dem Weg. Also ein kräftiges Schubsen. So aus dem Weg schubsen. Wegzukommen. Mehr so nach vorne oder würde ich ihn zur Seite weg? Eher man steht hinter jemandem und schubst ihn dann von jemand anderes weg. Also von jemand anderes weg. Ja. Das heißt, ich schubse ihn von der Seite, ja, oder? Ja, so ungefähr, genau. Du schubst mich zur Seite. Also ich stehe dir mit dem Rücken zu und du schubst mich zur Seite. Stell dich mal auf und dann zeigen wir mal, was wir vorhaben, bevor wir hier die Aufzeichnung machen. Lass mal sehen. Sagen wir, schubst dann praktisch so weg. Dann machen wir das. T-Pose. So.
nicht im Nullpunkt. Ja, damit müssen wir jetzt arbeiten. Unglaublich. Zum Glück kann ich mich revanchieren. Wollt ihr auch eine Schlaganimation, wo man jemand schlagen muss? Ich frag nur. Dafür darf ich jetzt schubsen. Stimmt, das kommt ja auch noch. So ein bisschen. Siehst du denn deinen Nullpunkt? Moment. Das ist gar nicht dein Nullpunkt. So. Und? Jetzt darf ich schubsen. Nicht, dass das als Mobbing gewertet wird. Diese Freude. So noch was. Ihr könnt hier euren Frust rauslassen. Jetzt kann ich machen mit ihm, was ich will. Ja, von wegen. Das Drücken von Tasten. Drücken von Tasten? Ja, Tastatur oder irgendwie so Knöpfe an irgendeiner Maschine? Was genau? Also so Knick. Sowas gibt es. Panel haben wie auf einem auf so einer Loopstation oder so, wo dann man so ein 3x3 Karo-Kästchen hat mit so Tasten, die man dann einfach. Oh, das gibt's aber. So. Können wir aber trotzdem machen, ja. Das gibt's? Okay. Ja. Das heißt praktisch so eine Code-Eingabe an der Tür, oder wie? Stell dir vor, du hast. Oder so ein. Genau, das wollte ich gerade sagen. Stell dir vor, du stehst vor einem Zahlenpad vor einer Tür. Findest du eine Karte nicht besser, so die dümmen, wenn man durchzieht? Habe ich letztens bei Time Travelers gesehen. Die hatten das nämlich. Die waren auch in die 60er zu den NASA zurückgegangen. Und die hatten genau das. Ja, dann machen wir das halt. So, jetzt muss ich eben gucken. Ziffernblatt. Ja, dann machen wir das auch. Dann machen wir das auch. Mit. Können wir beides machen. Machen wir auch mit Karte, okay. Ich muss nur kurz überlegen, wo mache ich das am besten? Am besten? Ich mache das da am Turm. Ich brauche irgendwas, wo ich gegendrücken muss. Okay. Sonst hier. Ihr merkt, das ist, Moment, also der steht jetzt da hinten im Studio woanders. Okay, fertig? Bin ich in der Mitte? Hast du mich reingesetzt? Nee, habe ich nicht. Entschuldige. Das ist eine tolle Sache so. Okay, fertig? Ja. Und los. Nochmal, weil es so schön ist. Direkt ohne? Ja. Können Sie selber schneiden. Und fertig. Ich hoffe, wir finden die Datei noch wieder. Also wichtig, falls ihr mal eigene Animationen macht, ihr braucht immer irgendetwas, mit dem ihr arbeiten könnt. Weil wenn, so. wenn ihr das so in der Luft macht, da Ach habt so. Ihr nicht die richtigen Punkte, der stoppt ja nicht richtig. Kannst du das nochmal machen und dann eine Karte durchziehen? Ach, die Karte, genau. Karte, 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 habe ich immer. Nehme ich das Handy. Oder haben wir hier irgendwo eine Karte? Vor allen Dingen bei Sachen, die Gewicht haben, muss man echt was haben, was schwer ist. Keine Karte. Ist egal. Oh. Irgendwas. Du musst ja nur den Gegendruck gegen die Wand eigentlich wahrnehmen. Wer hat denn hier Geld? Tja, willst du noch gerade machen? So. Ich rede vom Studentenausweis. Die hat er in diesem Anzug nicht. Der hat keine Taschen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. So, fertig? Die Pose, ja. Und los. Ende. Okay. Ja, kann man machen. Druck ziehen. Oh. Was? Ja, meine Gicht. Ach, durchziehen, ich dachte schon. Meine Gicht macht sich bemerkbar. Drücken von Tasten, das hatten wir jetzt, ja. Eine Schüssel in einen Schlüssel in die Truhe, in eine Truhe stecken und aufdrehen. Schlüssel in die Truhe stecken und aufdrehen. Okay. Da ist eine Truhe. Nimm doch wieder die Kiste. Ja, ich brauche aber einen Schlüssel. Naja, du hast ja eh keine Hände.
Ja, für die Bewegung, wobei. Carsten hat einen Schlüssel. Ah, Achso, einen perfekt. Schlüssel, den ich hier gerade auch geben könnte, fällt mir gerade auf. Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Oh. Fernseher geht gleich aus. Nein! Ist das die? Alles okay. Der doch nicht. Zum Glück der andere. So. Ja. Wo steht die Truhe? Wollt ihr die unten auf dem Boden haben oder hier im Moment haben wir die so ein bisschen mittig auf so einem Stuhl stehen? Also etwa die Höhe, knapp etwas unterhalb der Hüfte. Kniehöhe würde ich fast schon sagen, ja. Oder soll die eher auf dem Boden sein, dass ich mich praktisch hinknien muss, um die zu öffnen? Marius, ist deine. Sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Worum geht's gerade? Den Schlüssel in die Truhe stecken, soll die auf dem Boden stehen oder eher auf halber? Nee, die kann ruhig wie auf so einer Kommode stehen und dann einfach von vorne gerade drauf zu. Dann einmal Kommode. den Schlüssel drehen und vielleicht noch so eine Truheöffnungsbewegung machen. Das sind ja schon zwei Wünsche. Sorry. Kriege ich das so hin? Weiß ich nicht, ob du Müsste das gehen. hinkriegst. Muss mal gucken, ob genug Platz ist. Also wir brauchen noch einen Asservatenraum oder irgend sowas ähnliches, merke ich Das wird gerade. eng. Mache ich hier auf dem Tisch. Mit Schwert. Ah ja, auf dem Tisch. Ich hack die das. Truhe in zwei Stücke. So, auf ist auf. Meine Güte, müssen wir nachher aufräumen. So. Was haben wir denn noch? Truhe. Kann ich mal eben gucken, was passiert, wenn ich die aufmache. Nicht, dass die umfällt. Ja, nicht, dass sie auf meinen Laptop fällt, dann ist die Sendung alle. Dann ist die Sendung zu Ende. Ah, gleich kommen noch ein paar spaßige Sachen. Carsten, kannst du schon mal eine Tasse organisieren? Ein Schlüssel, genau. Also, ich muss dich eben nullen. So. Und fertig. Hände bitte flach. Und los. Wieder zurück. Dürfte dann mich selber auseinanderschneiden. Seid froh, dass ihr die Konvertierung in einen FBX nicht machen müsst. So, Sachen in einen Kessel, Zaubertrank einzeln reintun, Zaubertrank in einen Kessel umrühren, Sachen an eine Person überreichen. Kessel, Zaubertrank. Wir brauchen erstmal einen Zauberkessel. Mal sehen. Ist die Tasche Also, leer? was zum Umrühren haben wir schon mal. Ah. Wieso, die kannst du doch nehmen. Aber Soll das denn ein großer Kessel sein, so richtig, wo man so ein Kind reinstecken kann oder eher so was Kleines? ich würde sagen so. Nein, was Kleines, so. Boah, ihr seht das nicht, ne? Nur ein bisschen. Ja, so. 30 So. Zentimeter. Also die Zauberkessel in Sims sind groß. Ja, wie groß? Ja, aber nicht bei uns im Pack. Eher so Miraculix-mäßig oder eher ein bisschen kleiner? So, nun müsste es skalieren. Also ich würde sagen, wir machen den so auf Boden und dann so 30 cm dick. Nee, lass mal. Ja, ach, noch mehr. Auf Bauchhöhe. Also so. Hier. Ah, da muss der auch wieder da oben stehen, ja. Du hast vielleicht. Also man kann das schon im Schnitten machen, glaube ich. Ja, der Julia möchte das möglichst realistisch machen. So. Also Kessel, bitteschön. Dann praktisch würde ich hier so stehen und dann Ja. wird das denn eher so, also ich versuche möglichst viele Details reinzukriegen, ist das denn eher was dickflüssiges praktisch, wo ich viel Kraft dahinter hängen muss, weil sonst mache ich nämlich nur den hier. Was, so wie Cola. Suppe. Super, Suppe, Wasser. Ja gut, nenne eine Suppe. dann kann ich ja einfach nur so machen, weil Genau. sonst müsste ich praktisch mit dem Aber du ganzen brauchst jetzt dein Körper. Schwert, ohne das geht's jetzt nicht. Ja, das ist leider zu lang. Ich muss ja hier. Dann fährst du halt tiefer an. Ah, na gut.
Du willst ja nur nicht dein Schwert dafür benutzen. So, da kann man dann so machen. Ja, können wir hin. Jo. Ja, ja, ist okay. Also jetzt erstmal nur umrühren oder? Erstmal nur nullen. Ja, erstmal umrühren. So. Die genullt. Muss ein bisschen vorsichtig mit der Kamera sein. So. Und los. So. Nächstes Mal musst du die Hände immer. Ach, verdammt. So, jetzt musst du noch was rein tun. Was rein tun? Ja, nimm das Tuch und die Fernbedienung. Was Kleines, Leichtes. Ja, ja, genau. Kraut, Kristalle. Habe ich das denn schon in der Hand oder muss ich es noch nehmen? Nein, das hat er schon in der Hand. Okay. Das Aufheben kommt gleich. Ah, ja, muss man ja wissen. Und los. Schmeißen, genau. Kannst du das noch ein paar Mal mehr machen? Noch mehr. Da müsste ich aber noch mehr Klamotten an die Hand nehmen. War das okay? Wenn ihr noch mehr wollt, mache ich noch mehr. Nein, reicht, danke. Also man muss echt wissen, was es ist nachher. Sonst erkennt man es nicht. Ja, man muss ein Drehbuch schon vorher haben praktisch. Ja, genau. Aber das Aufheben hatten sie, glaube ich, irgendwo geschrieben. Wenn du das auf den Boden legst und dass du das dann gleich aufhebst. Auch vom Boden aufheben, ja, oder vom Tisch aufheben? Nee, vom Boden. Und dann mehrere Sachen. Mehrere Sachen? Ja, dann können Sie das. Genau. Eins reicht eigentlich. Eins reicht? Jetzt ist er plötzlich bescheiden. Gut, dann eins. Und los. Was soll er damit machen? Erstmal nur aufheben. Nichts einfach nur in die Hand nehmen. Und im Inventarsystem dann danach tun, aber damit hat ja der wieder nichts mehr zu tun. Man muss sich ja, dann aufmachen, wie, rein und zu. Genau, ob er das in so ein Dingsen rein tut oder irgendwie unterm Kittel versteckt. Vielleicht habe ich ja hier so eine Gürteltasche, einmal aufmachen, zack, zu. Oder. Alles oder in die Hosentasche. Also cartoonmäßig, alles kommt nach hinten in die Hosentasche. Okay. Das ist dann aber die zweite Animation. Da ist die Maus. Moment, wolltest du nochmal machen? Nee, wollten wir, oder machen wir was anderes? Was, ich weiß nicht, weil du hast sie ja eine Hand. Achso, du willst sie jetzt wegstecken. Wegstecken, okay. Ja, entschuldige, habe ich nicht aufgepasst. Und los. Dann musst du es dir auch einmal angucken. Und? Ja, exzellent sah das aus. Fandet ihr nicht? Warum das alles? Du bist anspruchslos. Ey, wieso steht der? Na, da kurz. Jetzt habe ich schon wieder miesen Empfang. Das ist interessant. Vielleicht ist das der Roboter, der da draußen rumfährt. Jetzt habe ich wieder volles Rohr. Die fahren da draußen noch mit dem Roboter aus dem Roblab rum. Das kann sein, ich habe da gerade jemanden gehört. Dann hoffen wir, dass das weiterhin funktioniert. Und einen verfolgenden Blick nach jemanden umdrehen. Nach jemanden umdrehen? Also ja. Der ist hinter mir oder wo soll er stehen, wenn ich jetzt nach vorne gucke? Der läuft an einem vorbei und man dreht sich quasi so nach ihm um. Achso, das ist ja praktisch. Aber du pfeifst nicht dabei, also, oder? Also so wie so,
so um, also nicht ganz mit dem Körper drehen, sondern nur mit dem Oberkörper so einmal. Gib uns eine Situation. Genau. Was so. Ist das? Ist das fröhlich, also aggressiv? Der Mönch, also, ah. Also nicht aggressiv, ich würde eher sagen neugierig. Also quasi der Mönch läuft gerade an einem vorbei und man guckt ihm noch hinterher. Okay. Damit können wir was anfangen. So, um sicher zu gehen, dass das kein Assassine ist, oder was? Nein, ein Wikinger, glaube ich. Ja, da gibt es doch mittlerweile auch Assassinen. Oh. So. Are you ready? Oh, der Fernseher geht auch gleich aus. Und go. Jetzt hüpft er nicht auf. War okay? Ah, jetzt habe ich genau zu früh aufgehört. Ja gut, nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Okay. Kannst du die Teepose selber dann noch einbauen? Wo ist die Schade? Gut. Jetzt haben wir noch das. Kannst du den mal wegnehmen? Oh, ja. Oh, die Liste ist aber lang geworden. Ah, jetzt habe ich was Spannendes. Hochspringen wünscht sich der Kevin. Hochspringen? Wie rennen genau? Und geduckt laufen. Naja, aber hochspringen, rennen und geduckt laufen, das sind alles Standardanimationen. Die sind in den Animation Packs drin. Aber. Ja, ich glaube, wir haben auf Multilevel. Der Julian springt ja gerne. Lass mal sehen. Ja, mehr gibt's nicht. Da springe ich aus dem Stand, aus der Hocke raus, aus dem Auto raus. Ach, verdammt, schon wieder. Ich weiß nicht. Kevin? Ja, einfach so aus dem Stand oder ein bisschen runterducken und dann hoch. Mhm. Hört sich einfach an. Das ist meistens nicht, aber... Ist nicht einfach, ne, ich weiß. Okay. Wird jetzt laut werden. Hast du mich wieder? Ich weiß nicht. Hört ihr Julian? Ja, ich hab mit dem Carsten gearbeitet, ist alles gut. Müsste eigentlich wieder da sein. Jo, ist wieder da. Jo. Muss hier irgendwas mit dem Kabel machen, Moment. In die Hose stecken. Ja, da sind schon so viel Kabel drin. Tja, dort ein weiterer. Mal sehen. Sei froh, dass du keinen Salto rückwärts machen musst aus dem Stand. Ja, das müsste dann jemand anders für mich machen. Das müsste gehen. So. Und so einfach so einen Hüpfer machen, oder wie? Ja, ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Was bin ich denn hier? Also so richtig schön nach oben. Mach mal. Sag Bescheid. Okay. Und los. Der ist einen halben Meter zurückgehüpft. Kann ich auch nur hüpfen nennen. Beim nächsten Mal mache ich mir da so ein X hin, da lande ich dann genau drauf. Also hier, der Motion Capture ist einen halben Meter zurückgehüpft. Klatschen! Ach so, warte mal. Das ist ein bisschen schwierig. Rennen ist wirklich eine Standard. Nein. Macht rein. Wartet. Rennen und geduckt laufen sind echt Standardanimationen. Also das. Geduckt laufen nennt sich Crouchen und Rennen ist halt ein Sprint. Gibbet als Standardanimation. Klatschen finde ich, ja. Ah, das wird ein bisschen schwierig. Also, klatschen im Sinne von nicht im Takt, sondern applaudieren. Die Situation ist, man verfolgt als Zuschauer gerade den Start der Rakete und klatscht, als die Sprecher sagen, dass der Start erfolgreich war. Genau. Okay. Ist ein bisschen bei den Aufnahmen. Wir fangen an, dass du nach vorne guckst und dann machst du so und dann guckst du immer weiter nach oben. So, praktisch. Ja, genau, das sieht super aus, finde ich. Nur, die werdet ihr allerdings nachbearbeiten müssen, weil da ist der nicht ganz genau. Wenn ihr das seht. Die.
Dann wird ihr ein bisschen nachbearbeiten müssen. Klappt ja immer nicht ganz zusammen. Geht das dann? Ja, dann sieht es komisch aus. Ich muss schon stoppen, damit ich... Okay. Dann sieht es nicht echt aus. Ja gut. Dann... Jetzt muss ich hier sogar richtig schauspielern. Ja, Motion Capture ist was für Schauspieler. Falls ihr das jetzt gerade mitbekommt. Und los. Mit Soundeffekt. Wenn dieses Figur... Das Und zum Thema Schauspielern im Motion Capture, ich will einfach mal nur auf Smoke aus Der Hobbit verweisen. Der Typ, der sich in den Zug dafür gesteckt hat, der hat eine Meisterleistung erbracht. Ja, das ist nicht einfach. Das habe ich tatsächlich mal hier ausprobiert. Moment, Smaug, der Hobbit, ja, aber... Herr der Ringe, zweiter Teil, ja, am Ende. Welche Szene meinst du? Hauptsächlich am Ende, denke ich. Wo er sich zeigt und so herumschlängelt. Und der Akteur dafür, der in dem Suit gesteckt hat... Der musste da so richtig runter. Ist dann hier so richtig runter und dann so... ...gekrabbelt und hat sich hin und her geschlängelt. Das war richtig gut. Ich kenne das nur von Gollum. Ich kann das Video mal in Slack reinposten. Okay, in die Ferne schauen mit Hand über der Stirn. Okay, das sieht einfach aus. Da musst du nicht für hüpfen. Nicht? Okay. Start. Moment. Okay. Und schön in die Rolle reinversetzen. Oh, da, da! Ja, ich hätte jetzt gerne noch einen Take. Mit Finger zeigen, oder wie? Nee, so. So einmal quer so. Und ein bisschen hoch. Weil Rakete fliegt ja hoch. Ach, das ist immer auch die Rakete, okay. Klar, wir gucken ab. Aber warum gucke ich dann einmal so den Horizont entlang? Fliegt die erst so seitlich und dann hoch? Nee, so ein bisschen seitlich und dann hoch. Okay. Mal gucken, ob sie die benutzen. Und los. Deine Hand ist zu niedrig. Ja, das ist die Kalibrierung, ist nicht perfekt. Aber das ist oft so. Hoffen wir. Ein bisschen was kann man, glaube ich, schon mit dem Autorig machen. Da kann man schon ein bisschen was an Einstellungen machen, dass man schon was dazu rechnet. Gut, dass Sie das nicht lesen können. Ja, jetzt brauchen wir die Tasse. Tasse? Ja, einen Humpen Bier in die Hand nehmen und trinken und wieder zurückstellen. Alles in einem? Ja, ich habe so den Eindruck. Ne? So einen tiefen Zug nehmen, Marvin. Ne? Tasse, Tasse. Haben wir eine Tasse? Ja, genau. Ja, da muss ich das so machen. Okay. Ja, wie wär's denn hier mit Sponsoring? Haben wir keine? Nee, da müssen wir improvisieren mal wieder. Rolle Tesafilm. Das ist ein Humpen, ja. Oh, das ist ja der Griff geht doch auch. Ist ja das, der Griff ist ja das Wichtige an der Sache. Gut, das Gewicht wäre auch nicht schlecht gewesen, aber reicht jetzt erstmal. Wie war das? Trinken und absetzen? Mhm. Humpen trinken in die Hand nehmen. Achso, den Humpen Bier in die Hand nehmen. Ah, gut, dann. Ja, genau so. Das heißt praktisch so. Hm. Soll ich dann auch einmal so einen Prost machen oder einfach nur hoch, runter damit? Also. Einfach nur trinken, reicht. Alles klar. Kein Prosit. Vielleicht auf Ex ziehen oder so. So. Ein bisschen übertrieben. Ja, von mir aus kann das auch gerne übertrieben sein. Übertrieben kann ich gut. Mit dem Mund abwischen und allem. Ja, genau. Okay. Fertig? Moment. Also aufheben, trinken, Mund abwischen, absetzen. Alles klar. Irgendwann erzähle ich euch, was so eine Session kostet, die wir hier gerade machen. Okay. Ja.
Eigentlich hättest du Wolltest du die. nicht wirklich mal über eine Schauspielkarriere nachdenken? Ah, ich glaube, da muss man mehr können als nur ein bisschen rumhampeln. Außerdem geht es hier nur um Acting, ne? Also im Sinne von, wie heißt denn das? Wenn man nicht reden muss. Das war Pantomime. Oh, Schleichbewegung hatten wir schon. Tür aufschließen. Tür aufschließen. Das kriegen wir gut hin. Habe ich so den Eindruck, ja. Leichte Tür, schwere Tür. Kann ich die schnell aufmachen, langsam aufmachen? Wie läuft das? Ist das so eine Art Tor oder ist das Nicole, das ist, einfach eine glaube ich, Tür? Hier so eine Tür. Eine So normale eine Tür? normale Tür, ja. Ja, ich will so eine normale Tür, wo man ja einfach Also die man ganz normal ohne in einem Probleme aufmachen kann. administrativen Bereich betritt oder ein Büro, so eine Tür. Ja, also so eine Tür, ganz normal. Weil wir hätten auch eine Schwere gehabt, die ich da so richtig mit Körpereinsatz öffnen müsste. Nee, das ist ja, sie ist ja bei der Das NASA. haben wir ja gleich. Ach, das auch noch, okay. Sie ist ja bei der NASA. Ich Ach. glaube, ich habe da irgendwas von Tore drücken gesehen. Also Tore, schwere So, Tore. fertig? Ja. Hände. Deine Hände sind nicht flach. Nicht? Ja, so jetzt. Und los. Kannst mal Carsten sagen, er soll wieder umschalten. Das war aufmachen. Jetzt kommt schließen. Schließen. Von innen oder von außen? Nein, so wie du jetzt stehst. So wie ich jetzt stehe? Okay. Alles andere wird zu einfach. Und los. Außerdem kriegen wir die Tür sonst nicht zu. Meine, so eine Tür hinter sich zuziehen wäre vielleicht auch ganz nett, aber ich gehe davon aus, dass das für euch von der Animation und vom Handling her doch ein bisschen aufwendig wäre. Ich glaube, öffnen reicht. Sie Wenn geht die, dann einfach von wenn die, alleine wieder genau, zu. wenn die automatisch zugeht. Das ist wie im Film, ne? Die Tür, der Protagonist macht die Tür immer auf, aber er schließt sie nie, weil die Kamera ja muss er auch noch durch. Genau. So, Genau. jetzt kommen die Tore zu drücken von Marius oder mit einem Holzbalken verschließen. Tore Warum zu nicht drücken. und? Ja, ich hab so zwei Tore im Kopf, die man einfach so mit beiden Händen links und rechts so zudrücken muss. Oder halt so ein Holzbalken, den man quasi wie vor diese Tore legt, also wie in so einem Mittelalter-Tor. So, praktisch quer darüber, ja. Genau, wie so ein Querbalken einfach da drüber legen. Wo hat er denn her? Mal sehen. Also das mit den Toren kriegen wir noch hin. Mit den Der ist Querbalken. kaputt, das denkst du dran. Ja, der Querbalken ist jetzt nicht so wichtig. Da würde das Zudrücken schon reichen. Kamera wechseln, Carsten, bitte. Danke. Hoffentlich mache ich die jetzt nicht zu. So, er hat jetzt zwei sehr schwere Tore. Startposition. Jo. Und los. Ja, schwer. Also für mich sah das klasse aus. Ich wusste gar nicht, wie viele schöne Sachen man hier in dem Studio machen kann. Wir brauchen unbedingt ein paar Asservaten. Ach so, Aufheben von kleineren Gegenständen, Pilzen. Das haben wir eigentlich, Marvin, schon, oder? Mit dem kleinen Aufheben? Oder brauchst du noch mehr? War ich mir tatsächlich nicht mehr ganz so sicher.
Der hatte die Fernbedienung Also, aufgehoben. das war ja gerade nur die Kiste, ne? Nee, da hat er auch so eine kleine Fernbedienung aufgehoben schon. Können wir aber meinetwegen nochmal Okay. machen. Dann sammel mal ein paar Gegenstände ein und dann tust du die in dein Ding hinten rein. Mal irgendwas, was man auch fallen lassen kann. Ja, genau, was Schönes, Leichtes, weil er will Pflanzen und so einen Scheiß haben. Und so ein Scheiß. Ja. Du bist kein Veganer, Ne. Bist du Veganer? Nö. Oh, ich dachte schon. So, also, wir heben jetzt Kristalle, Pflanzen etc. auf und tun es hinten in unseren Rucksack rein. Alles auf einmal, also ich gehe praktisch runter und sammle das ein, gehe dann einmal da rein, dann da rein und da rein, so in meinen Ja, das Beutel. sieht gut aus, finde ich. Okay. Ja, sieht Dann machen wir das so. Das ist halt der Kräutersammler, ne? Warte. Oh, versuchen wir es mal. Und los. Das sieht so gut aus. Naturtalent. Dinge einsammeln. Ei, Nina, das ist aber was Schwieriges. Immer her damit. Vielleicht so ein Basketballwurf mit einem kleinen Sprung drin. Glücklicherweise habe ich ziemlich viel Die Basketball Nina gespielt macht früher. kein SPE, das heißt, das ist für ihr ein Spaß, glaube ich. Wir haben leider keinen Ball. Kein Problem. Der Julian ist kreativ. Einfach nur so ein. Danke. Ja, Basketballwurf mit einem kleinen Sprung drin. Ja, das sah gut aus, finde Ja, ich. dann. Start und go. Gute Bewegung. Also, Wunderschön. hast du wirklich den? Ja, ich habe das jahrelang gemacht. Echt? Nur Ich weil ich hätte. klein bin, heißt das nicht, dass ich kein Basketball spielen kann. Danke. Ah ja, ah ja. Oh, wenn er da schon so schön lange Stöcke hat, kann er damit so tun, als wären das Lichtschwerter. So. Lichtschwerter. Oh, meine Hand abgeschnitten. Genug Platz müsste ich haben, wenn ich aufpasse. Was genau Ja, brauchen wir denn jetzt da brauchen wir dann Schönes? aber das Property dann, ne? Also Ja, das da wäre wäre gut, dann das das machen wir als Property letztes dann, nötig. ja. Genau. Jetzt haben wir noch den kleinen Zaubertrank und andere Personen überreichen und dann mit einer Truhe laufen. Also einen Zaubertrank, in Klammern kleines Fläschchen, einer anderen Person Person überreichen. überreichen. Oh, da brauche ich einen Assistenten. Ja. Wenigstens werde ich nicht geschubst. Das kommt später nochmal. Wenn du mich schlägst, ne? Hast du mich in der Mitte? Nee, okay. Jo. Und los. Habt ihr das gesehen? Er hat nicht mal Danke gesagt. Pantomime gewesen. Dinge überreichen, nenne ich das. Könntet ihr das rückwärts auch nochmal machen, damit die andere Person das auch annimmt? Dinge annehmen. Der das, ja. Ja, dann muss ich das ja kriegen, ne? Ja, also du machst ja erstmal da, die du Nee, du startest musst und das hier dann. liegen Ach lassen. so, ich wollte. Ja, warte mal, Moment. Du musst es mir aber mit der linken Hand geben. Habe ich nämlich gerade auch mit der linken Hand gegeben. Ganz Ja, was Details. Besonderes. Ganz was Besonderes. Ja, ich drücke immer O eine statt 0. Bitte. Falsche Hand. Links hast du Ja, gesagt. du musst es mir mit der linken Hand geben. Mann, ey. Was? Ach, einmal mit Profis arbeiten.
Ich muss es dir mit der linken Hand geben? Ja. In welche? Einfach nur link und dann gibst du mir einfach. Ist doch völlig egal, ob ich dir das jetzt mit rechts oder links. Nee, ist schon wichtig. Dafür sonst müssen die Bewegung stehen. Spiegeln, das ist nicht so schön. Bitte? Sonst muss man die Bewegung spiegeln. Ist das mein Problem? Truhe laufen, hier mit dem schweren Ding. Na, ich hebe die ja nicht vorher schon auf, die habe ich ja schon. Die hast du schon aufgehoben, ja, genau. Laufen, also laufen oder gehen? Gehen. Einfach nur eine Laufbewegung, also ja, gehen. Will ich mit der Truhe abhauen oder bringe ich die einfach nur irgendwo anders hin? Man bringt die woanders hin. Alles klar. Man rennt jetzt nicht damit weg. Okay. Obwohl, eigentlich könnte man beides machen. Ja, dann eigentlich beides. Brauchst du die Animation nur schneller abspielen. Was ist das dann? Oder so, ja. Eben. Ja, ich weiß nicht, ob man dann anders läuft. Kannst du ja gerne machen, vielleicht läuft der ja, halt so komisch. Gehen und laufen ist schon was anderes. Ich meine, wenn die nicht zu schwer ist, würde ich auch laufen mit dem Ding. Und beim Laufen verlässt du ja... Nicht der Mönch. So. Boah. So könnte ich auch ganz gut laufen. Ich wäre jetzt eher so, man bringt so eine Schatztruhe irgendwo hin und legt die dann ab. Also eher so ein Weggehen damit. Alles klar. Nun kriege ich jetzt keine Teepose hin. Und los. Wie, kommst du nicht zurück? Eine Richtung müsste doch reichen, oder? Ich wollte dich nur ärgern. Wobei hatten wir eine Animation. Wir hatten keine Animation gemacht, in der ich die Truhe ablege, oder? Doch, haben wir? Weiß ich nicht mehr. Ja, haben wir. Waren heute schon so viele, okay? Ja, genau, das sind so viele. Bin mal gespannt, ob ich da eine Ordnung reinkriege. Die haben wir gleichzeitig gemacht, als wir auch die Truhe aufgehoben haben. Boah, sind wir okay. Schlau. Hinsetzen und wieder aufstehen. Haben wir doch ganz zu Anfang, Nina, genau. Gibt schon, hat der Mario schon geantwortet, genau, ja, und, beziehungsweise sind wir schon vorbereitet. Egal, okay, dann können wir jetzt zu deinem Licht... Das waren nur Antworten auf den Kommentar. Ja. Okay, dann können wir trotzdem jetzt zu den... Hier kann ich nicht scrollen... Der Julian freut sich doch auf sein... Weil du am Ende des Chats angekommen bist. Ja, aber dann müsste ich nach oben scrollen können, aber mein Laptop wollte gerade nicht. So, mach die mal eben dran. Dann müssen wir schon wieder kalibrieren. Piep, piep. Explosionsgefahr. Ich muss, glaube ich, das Property einstellen, ne? Ich nehme mich nicht an. Das muss ich aber aufpassen. Wir haben ein Schwert. Also, Carsten, kannst du mal umschalten, bitte? Man kann hier jetzt sehen, dass wir mehrere Möglichkeiten haben für die Properties. Die gehen halt so von den üblichen Sachen aus. Falls man es nicht lesen kann, Crutch, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Das ist eine Krücke. Ach, okay. Ein Golf, also ein Golfschläger, eine Pistole und ein Schwert und was Generelles. Das sind halt die Sachen. Im Moment ist das halt Sword. Rechtshändisch und der Punkt ist... Ja, ist richtig. Palm. Palm. Die Rotation ist damit gemeint? Ja, das ist einfach, wo die Waffe praktisch befestigt ist an der Hand. Also wo die... Ja, okay. Wenn du das sagst. Denke ich mal. Für mich wäre das nicht der Palm. Ja, oder? Warte mal. Der bei einem Palm, Schwert. Wegen das ist ja der Rotationspunkt. Ja, genau. Ne? Versuch mal den Zeigefinger. Haben wir da was? Wrist, Top of Hand. Top of Hand würde ich nehmen, weil es über der Hand ist, der Rotationspunkt. Ja. H.
Hardware-Error. Was ist das denn? Achso. Aha. Schon besser. Ein Glück. Ich habe schon Schweißausbrüche gekriegt. Wobei, jetzt hat er den... Nee, das ist zu weit vorne. Ach so, da positioniert er. Ja, dann muss es Palm sein. Da habt ihr dann recht. Ich dachte, das ist der Rotations... Ah, man kann ihn auch woanders dran packen. Ja, dann würde ich auch die Palm nehmen. Moment. Ja. Hat er, okay, alles gut. Ja, ich war... Ja, hat er aber gemacht. Was man bei dem Property jetzt berücksichtigen muss, bei der Kalibrierung, falls ihr das mal machen müsst. Wenn ihr in der Endpose steht, müsst ihr den praktisch, ich mache den jetzt von der Seite, müsst ihr den im 90-Grad-Winkel halten, was auch immer ihr dann in der Hand habt. Und ansonsten den Rest dann auch wieder beachten, Füße und Arme dann entsprechend wieder. Dann muss man den nicht noch drehen irgendwie? Drehen? Nee, weil das Schwert hier ist um 90 Grad gedreht zu dem, wie du das jetzt hältst. Naja, es kann sein, dass der Sensor falsch rum dran ist. Vielleicht ändert sich das nach der Kalibrierung. Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir es erstmal so und dann sehen wir weiter. Müssen wir eh kalibrieren, genau. Moment. So, okay. Und los. Ja. Mal schauen, ob wir den andersrum packen müssen. Ich würde den fast oben drauf setzen. Solange also ist das Kabel auf die Kante. Nicht. Das ist das Problem. Nee, auf die Kante. Also ja, genau, dann da. Da? Ja. Ich glaube, in den Tutorials... Ist schwieriger zu befestigen auf jeden Fall. Ja, und in den Tutorials haben die den auch immer... An der Seite? An der Seite. Sag, wenn du beschert bist. Moment. Und jetzt. Ja, hat er nicht richtig gedreht. Alles gut. Mal sehen. Musst du nicht noch laufen? Vor. Hm? Hm? Musst du nicht noch laufen? Ja, nicht zwingend, aber okay. Ich wollte ja nur sagen. Von hinten sieht er erst spooky aus mit seinen Rippen. Tja, was hätten wir denn gerne? Muss ich schon äußern, Nina. Also laufen muss nicht unbedingt sein, einfach nur rumspielen reicht. Rumspielen? Soll ich jemanden hauen oder soll ich nur den hier machen? So ist mega. Na, wenn das schon reicht, okay. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Hier kommt eine Combo und ein bisschen, keine Ahnung. Combo und ein Schlag, da wirst du gleich aber noch stehen müssen mit dem anderen Schwert. Ach, danke schön. Da machen wir gleich eine kleine... Wir haben noch nicht den, ach so, den Wikinger. Ja, genau, den müssen wir gleich auch noch machen. Okay. Wir machen jetzt erstmal deine ich bin der Coolste. Ich bin der Coolste. So nenne ich das dann auch. Obi Cool Kenobi. Obi Cool Kenobi, genau. Obi Cool. So, Moment, ich muss den so halten, denke ich. Habe ich den gerade? Ja. Versuchen wir es. Und los. Obi Cool ist hier. Also falls ihr es nicht gehört habt, das macht richtig wupp, wupp, wupp. Sollen wir den Ton auch gleich mitgeben? Machen wir jetzt die Wikinger? Wikinger, das heißt praktisch mit Axt nach oben und dann einfach hier den hier. Und jubeln. Ja, genau. Genau, so tosend. Tosend. Ja, das genau. War jetzt noch zu locker, hatte ich das Gefühl. Wie mache ich das? Du kannst ruhig auf der Stelle relativ stehen. Am besten dabei schreien.
Nee, das macht das Mikro nicht mit. Das möchte ich auch dem Carsten nicht antun, der hat da Kopfhörer auf. Man muss das ja auch fühlen, man muss sich in die Rolle hineinversetzen. Ja, ich überlege schon. Könnte gefährlich werden, warte mal. Ich mache nur 2, 3 Schritte am besten. Ja. Mach ich das. Sonst müssen wir das auch im Gang verlegen. Aber dann müssen wir die Frage ist, die Onboard-Unit mit dem Start oder wollt ihr die Animation direkt aus dem Lauf haben? Weil sonst müsste ich erstmal hier stehen, erstmal hochgehen und dann gehe ich los. Das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Ne? Wir machen einfach mehrere. Und dann fuchtelst du bei der Arme rum. Von mir aus können sie schon so laufen, von mir aus können sie aber auch direkt so starten. Also erstmal starten. Also man kann mit einem Blend Animation kann man nachher auch nur den Oberkörper auf das, was der Unterkörper oder was der restliche Body macht, blenden. Das geht. Von daher könntest du sogar stehen bleiben. Stehen bleiben und dann nur. Oder was? Ja, das ist wahrscheinlich zu wenig aktionsmäßig. Also du würde schon das meinen Blending Körper ab der Hüfte machen. Ich muss schon den ganzen Körper bewegen, sonst sieht es nicht aus. Damit es überzeugender ist. Das heißt, ich mache 1, 2, 3, da muss ich aber schon aufhören, sonst wird es hier oben vorne gefährlich. Okay, Wikinger 1, die erste. Also jetzt direkt aus dem Lauf erstmal, oder? Was hatten wir vor? Mach, was du denkst. Gut, wir machen mehrere Variationen, dann kann man nachher verschiedene verwenden. Das ist ja so ein Crowd, was dann durch die Gegend läuft. Gut. Und los. Ein bisschen mehr wedeln. Ja. Ja, shit. Das ist leider ein bisschen zu leicht, das Schwert. Wenn das so eine Eisenaxt wäre, dann wäre das eine andere Geschichte, aber so. Ich habe oben noch ein 9er Eisen. Ist auch nicht viel schwerer. Ja, das wiegt ganz schön was. Also im Gegensatz zu dem Schwert. Ja. Versuch mal. Lass mal sehen. Jetzt habe ich das so gemacht. Mach mal ein bisschen mehr. Genau. Ole, 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 ole und so. Ja, genau. Okay. Und los. Jetzt muss ich doch mehr laufen. Mehr wedeln. Mehr wedeln. Ja. Wie mache ich das? Jetzt hat er meinen Ehrgeiz geweckt, das ist das Problem. Also wir können das jetzt wahrscheinlich noch länger ziehen. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Ein bisschen rauf und runter das Schwert. Vielleicht auch. Mache ich den hier. Ja, noch ein Bruch ein bisschen übertreiben. Von, also mehr so. Beim Laufen? Ja, du kannst ja auch schlagen. Kann ich doch so über den Kopf kreisen wie so eine Axt. Du kannst ja auch. So vom Ober. Oder auch schlagen. Ja, das ist. Versuchen wir es mal, ja. Da muss ich aber mit dem Laufen aufpassen, okay. Und auf die Geräte. Und los. Ja, das war. Ja, ist ein bisschen wenig Platz dafür hier. Also wir müssen irgendwie noch an unseren Wikingern arbeiten. Müsste man eigentlich eine Remote-Aufnahme starten und nach draußen gehen. Crowd-mäßig machen. So, was war noch? Schlagen braucht ihr bestimmt auch sowas, ne? Holzhacken. Holzhacken? Ich halte dann dagegen. Ja, genau. Aua. Wir können auch eine kleine Choreo machen, so eine Combo, 2, 3 Schläge. Ach du Schande. Erstmal einer reicht. Okay. Aua. Ja, beim Training mache ich das ständig, von daher, für mir fällt das leicht. Du musst dich in Position stellen, ich nicht. So. Aufnahme läuft. So. Halt das Schwert mal hoch, waagerecht. Über den Kopf. Und jetzt, nee, zur Seite hin. Genau. Einfach nur so. Ganz schön laut. Ja, die Dinger sind laut. Jetzt wir von der Seite. Ja, lass mal erstmal. So, und jetzt mache ich von der Seite halt genau so, das ist gut. So, von der anderen Seite, ja, warum nicht? Bekannt.
Jetzt kommt das Erstechen. Ich habe eine Axt, ich kann nicht erstechen. Aber ich kann dir die Beine abhacken, bleib so stehen. Na, danke. Na, da musste ich stoppen, hätte ich früher machen müssen. Warte, machen wir nochmal. Halt das Schwert da unten, vor das Bein, genau. Ganz schön fies, die Beine abzuhacken. So. Fällt euch noch was ein? Ich kann noch ein paar Samurai-Moves machen. Ich könnte ihm jetzt. Ich habe gerade schon geschrieben, wir haben noch so eine Quest, jemanden festhalten und dann quasi daraus retten. Also einfach nur so ein Festhalten mit der Waffe wäre vielleicht noch cool. Ja, stopp mal eben die Aufnahme. Ja. Sonst wird es ein bisschen viel. Stoppen mit der Waffe? Erklär es nochmal eben. Wie so eine Geiselnahme mit der Waffe halt. Geiselnahme mit der Waffe. Also einer wird mit der Waffe bedroht? Quasi, genau, sowas. Also dass er so die Waffe schon am Körper dran hat und sich nicht wehrt. Also wir haben so eine Quest vor, wo man halt jemanden auf so einer also Bedrohung retten soll. Also einfach nur so eine Geiselnahme. Und wie soll er sich retten? Und ich mache jetzt praktisch... Er soll sich nicht retten, sondern er wird gerettet schon durch Schubsen. Das haben wir schon alles gemacht. Also es geht einfach nur noch um diese Animation vom Festgehaltenwerden. Also ich werde festgehalten und das wollt ihr haben? Oder wollt ihr den, der festhält, haben? Oder beide? Beide eigentlich, ne? Macht den, der Sinn. Festhält. Den, der festhält? Oder beide. Beide wäre besser. Ja, okay. Dann du kannst weißt, du mal weglegen. Puh. Na, das wird da wegrutschen. Mal ich will mal. Auch hauen. Wir können ja gleich noch ein paar Abwehrmoves aufzeichnen, wenn du möchtest. So, da wirst du dich gleich hier vor mich hinstellen müssen. Und dann? Dann lege ich dir das Schwert an die Kehle. Wow. Gleich okay. gibt es jede Menge Screenshots. Pass mal auf. Sowas würde ich mir als Hintergrundbild nehmen. Dein Schwert ist ein Ticken zu hoch, oder? Ein bisschen. Na, das ist die Kamera. Hätte ich jetzt auch gesagt. Guck nach vorne. Und los. Ja. Nee, mit dem Rücken zu mir. Oh. Wo war jetzt die Rettung? Perfekt. Kommt gleich erst. Achso. Wobei das ja mit dem. Das habt ihr, glaube ich, schon, oder? Hast du gesagt, die Rettung an sich? Der Schubsen. Ja, also wir machen nur so ein Schubsen halt. Ah, okay. Weil das andere sonst zu aufwendig wäre. Dann nimm dir mal das Schwert und mach das gleiche mit mir dann. Geh mal. Ja, genau. Ich brauche einen Nullpunkt, sonst stehst du JWD. Ja, so. Und jetzt? Jetzt linke Hand auf meine linke Schulter und mit der rechten Hand das Schwert an die Kehle. Alles klar. Sah super aus, ne? Das sah exzellent aus, fand ich. Oh, das war falsch rum, aber egal. So. Ja, ich glaube, hat keiner mehr eine Idee, was er noch braucht. Wir können auch eine kleine Choreo jetzt machen. Wir haben kein Drehbuch. Och, das machen wir schnell, 3 Schläge. Takte er. Ja, gehen wir 0. Die wird dann ja länger. Ja. So. Ich habe ja immer noch die Axt. Die Axt? Wie das geht man denn mit der Axt um? Auf jeden Fall einhändig. Einhändig. Du musst ja nur abwehren. Also du nimmst am besten in 2 Hände. Du machst einmal den. Dann gehst du rüber auf die Seite, hältst das Schwert so vor deinen Körper. Und was machen wir noch? Nee, warte, der zweite geht an die Beine. Und der dritte geht dann dahin. Also so. Das heißt praktisch, so. Ich hau dich erstmal auf den Kopf, treffe den Helm, die ist ein bisschen komisch, dann hau ich dir die Beine weg und dann Kopf ab. So? So. So und dann zur Seite. So. Ah.
Ich mache langsam, keine Sorge. Schnell machen die sowieso. Ein bisschen höher. So, Moment, das war falsch. So, bin es gewöhnt, mit zwei Händen zu halten. So. Ja. Nee, wir wollen erst die Beine. Stimmt, nochmal. Ah, das war jetzt mein Fehler. Nochmal. Ja. Schwierig. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. Also man merkt, man braucht Sportler für sowas. Schwerterpiraten. Wo habe ich ihn hingelegt? Ah, hier. So, was wir jetzt noch machen werden, ist halt. Kannst du mal umwechseln, Carsten? Die. Ich glaube, dafür brauchst du mich jetzt nicht im Bild, oder? Nee. Nimm mich mal raus, Carsten. Danke. Wir werden jetzt die Animationen uns angucken. Wir müssen jetzt noch innerhalb von diesem Tool bearbeiten. Dieses Tool funktioniert leider nur auf dem Rechner, weil das halt mit einem Dongle gesichert ist, weil letzten Endes kostet nicht eigentlich so ein Anzug mit den ganzen Sensoren so viel Geld, sondern die Software kostet eher das ganze Geld. Das heißt, die Hardware ist eigentlich nur ein Bruchteil der Kosten. Und von daher funktioniert das Ding halt nur auf den Rechnern, wo der Dongle dran ist. Und da sind jetzt noch die Rohanimationen, die werden jetzt nochmal nachprozessiert, damit man einfach Kurvenglättung erreicht, damit ihr das nicht zwingend machen müsst. Ihr müsst es trotzdem machen, alleine schon um die Reduktion von 240 Frames auf 60 Frames runterzubrechen, damit die Animation für euch dann auch in dieser Geschwindigkeit abläuft. Wenn wir die jetzt exportieren würden und in Blender importieren, dann würde der sich halt viermal schneller bewegen, weil er halt mit 240 Frames gesampled ist. Und dann werde ich die Daten über die Datenlaufwerke Xibo Moodle Kurs zur Verfügung stellen. Das wird allerdings irgendwann Mitte der nächsten Woche werden oder so. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt dabei auch. Leider, normalerweise.